Benutzen Sie Kopfhörer? Die meisten Kameras haben zwar auch hier eine sehr gute Automatikfunktion, aber verlassen Sie sich nicht drauf. Prüfen Sie mit dem Kopfhörer, ob der Ton wirklich gut ist und schauen Sie nicht einfach nur auf irgendwelche Pegel oder Anzeigen. Mein Name ist Andreas Lüttke und ich bin Spezialist für Video und Didaktik hier an der Hochschule München. Über den Kopfhörer hören Sie auch viel deutlicher die Umgebungsgeräusche, die Sie so gar nicht wahrnehmen. Den Baustellenlärm vor dem Hörsaal, den Laubbläser, auch wenn das Mikrofonkabel an der Kleidung raschelt oder reibt oder wenn sich Ihr ausgeschaltetes Handy doch ständig im Netz sucht und ein permanentes Klicken auf dem Ton zu hören ist, aber eben nur zu hören. Wenn doch irgendwelche Umgebungsgeräusche einsetzen, dann fangen Sie nicht an, deswegen selber auch lauter zu sprechen, weil Ihr Mikrofon ist idealerweise auf diesen Abstand hier eingestellt. Wenn Sie normal weitersprechen, wird auch Ihre Stimme normal zu hören sein und nicht von dem Umgebungslärm übertönt werden. Wenn Sie versuchen, mit der Stimme gegen die Geräuschkulisse anzureden und selber lauter sprechen, dann übersteuert der Ton und dann ist irgendwann der Ton kaputt. Und das, was Sie erzählen wollten, wird nicht gehört. Schauen Sie, dass Sie möglichst nah am Mikrofon dran sind. Sie sehen das hier gerade, der Abstand Mund-Mikrofon, Stimme-Mikrofon ist optimal gewählt. Wir schalten jetzt mal um auf das Mikrofon in der Kamera, deutlich weiter weg. Und Sie hören natürlich sofort, da ist mehr Raum da, die Stimme klingt undeutlicher, weiter weg. Deswegen seien Sie nah am Mikrofon. Wenn Ihr Thema jetzt noch nicht dabei war oder Sie weitere Wünsche für Themen haben, dann schreiben Sie das in die Kommentare. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.